Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid und ich hoffe, ihr habt einen ganz wunderbaren Tag. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Das würde mich total freuen. Ich lade 3 bis 4 Mal die Woche neue Videos hoch, sodass ihr auch immer reichlich mit neuem Content versorgt seid. Ich habe mal wieder ordentlich bei Rossmann zugeschlagen. Ich hatte eigentlich gar nicht wirklich so viel geplant, etwas zu kaufen, aber die hatten echt viel reduziert und dann kann ich natürlich nicht widerstehen, vor allen Dingen, wenn es Produkte sind, wo ich schon seit längerem überlegt habe, ob ich die mir vielleicht besorge. Und da waren jetzt einige dabei, wo ich mir gedacht habe, hey, die nimmst du mit, ne? Also es sind auch ein paar dabei, die nicht reduziert waren, aber wo ich trotzdem dachte, ah, ich will die schon haben. Und dann habe ich natürlich zugegriffen und eins dieser Produkte ist halt dieser Pinsel aus der Holy Grails-Reihe von Maxime Giacomo, den habe ich schon versucht, bei 2 anderen Rossmann-Filialen zu bekommen und der war da immer ausverkauft. Und dieses Mal war er noch da und deswegen habe ich mir gedacht, so, jetzt nimmst du ihn mit. Also ich brauche zwar nicht zwingend einen weiteren Pinsel, aber der liebe Maxime hat diesen Pinsel halt so bezaubernd beworben und hat halt gesagt, dass seine Mama ihn diesen Pinsel halt irgendwie schon seit einem halben oder dreiviertel Jahr täglich verwendet, dass er so toll und flauschig und fluffig ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, du hast jetzt die komplette Holy Grails-Reihe wirklich so abgefeiert, dann willst du doch diesen Pinsel haben. Habe ich mir mitgenommen, hat 4,99 gekostet und ich finde, für einen guten Puderpinsel, den man halt viele, viele Jahre verwendet und immer wieder gut auswaschen kann und der halt wirklich ein treuer Begleiter im täglichen Make-up-Alltag ist, da kann man halt wirklich bei 4,99 absolut nichts sagen als Preis. Dann habe ich ebenfalls aus der Holy Grails-Reihe, ach, ich liebe diese Reihe halt einfach, habe ich mir jetzt halt endlich die beiden Liquid Eyeshadows mitgebracht in der Farbe. Ich glaube, es ist einmal Queen und King, wenn ich mich richtig informiert habe. Die auf jeden Fall die dunkle und die helle Farbe, die halt auch als ja, als Liptopper funktionieren sollen, habe ich noch nicht ausgetestet, sind halt ganz frisch gekauft, werde ich mir demnächst halt mal ja, gönnen, mal gucken, ob ich das auf dem Auge ausprobiere oder auf den Lippen oder auf beidem, je nachdem, was ich für einen Look schminken will. Ja, genau. Kings und Queens heißt, es passt ja auch halt sehr gut. So nennt uns Maxim ja auch immer, wenn wir seine Videos schauen. Ja, bin ich auf jeden Fall mega gespannt drauf. Ich verwende normalerweise ja nicht so wirklich Liquid Eyeshadow, sondern mehr halt so, ja, der Freund von den puderigen Texturen. Werde ich aber mal gucken, vielleicht steige ich ja um oder meine, ja, Lidschattensammlung wird noch ergänzt durch flüssige Optionen. Ich werde schauen, ich werde euch dann berichten, was ich davon halte, aber bisher war ich von den Holy Grails Produkten halt so überzeugt, dass ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass auch diese Produkte richtig toll sein werden. Haben pro Stück 2,79 gekostet, finde ich halt absolut ein fairer Preis. Also die Holy Grails Reihe ist halt auch an sich wirklich nicht teuer. Da kann man halt schon mal zugreifen, auch wenn man sich nicht so richtig sicher ist, ob dieses Produkt halt so hundertprozentig, ja, in die Make-up-Routine einziehen wird. Aber manchmal ist es ja auch ganz nett, wenn man ein oder zwei besondere Produkte in der Sammlung hat, die man dann halt für ja, außergewöhnliche Gelegenheiten verwendet. Dann habe ich mir besorgt im Sale von Make-up Revolution für 4 Euro einen Liquid Lipstick in Matt. Bin ich mal ganz gespannt, wie der so performen wird. Ich habe ja einige Liquid Lipsticks von verschiedenen Firmen, sei es von der Douglas Eigenmarke, von Morphe, von Anastasia Beverly Hills. Deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, wie denn die Version von Make-up Revolution funktionieren wird. Habe ich noch nicht getestet, ist noch nicht ausgepackt. Ihr seht, ist noch eingeschweißt. Ich werde euch demnächst mal berichten, wie das so funktioniert, ob der halt in meine Sammlung eingezogen ist oder ob der dann halt wieder gehen muss. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ihr wisst, im Sale ist es wirklich schwer zu widerstehen. Deswegen habe ich ihn mitgenommen. Dann habe ich noch einen Lip Gloss, wenn ich das jetzt richtig eingeordnet habe. Ich bin mir halt nicht mehr ganz sicher. Auch von Make-up Revolution. Auch für 4 Euro habe ich halt im Sale geschossen. Wieder ein Schnäppchen. Auch den habe ich noch nicht getestet. Werde ich demnächst mal schauen. Ich nehme mir immer ganz gerne die Kombination aus Liquid Lipstick und Lip Gloss, also halt immer noch einen cremigen Topper oben drauf, damit halt diese, ja, damit der Liquid Lipstick, wenn er trocknet, halt nicht so eine trockene Konsistenz bekommt, wenn man die Lippen dann so aufeinander presst, dass man denkt, so, fühlt sich unangenehm, fühlt sich trocken an. Deswegen kombiniere ich das beides immer gern. Habe ich mir denn beides mitgenommen. Mal schauen, wie das so funktioniert. Dann habe ich mir mitgenommen von Riva Loves Me
eine Foundation. Das ist die HD Perfection Make-up in der Farbe Light Ivory. War runtergesetzt in der Filiale, wo ich war, auf 1,29. Kostet, glaube ich, normalerweise 2,99. Und bei 1,29 konnte ich da nicht wirklich widerstehen. Ich möchte nämlich einige Drogerie-Foundations mal durchtesten, wie die mir so gefallen. Aktuell setze ich ja wirklich hundertprozentig auf die Foundation von Becker, und auch beim Concealer habe ich das passende Produkt. Aber ja, Becker hat ja leider aufgehört. Deswegen werde ich in Zukunft da Produkte einfach nicht mehr nachkaufen können. Und deswegen brauche ich natürlich Alternativen. Und ehe ich mich da ja erstmal bei den teuren Marken irgendwie durchteste, wo ich denn für eine Foundation irgendwie mal 30, 40 Euro hinblättern muss, habe ich mir gedacht, starte ich doch mal lieber mit den günstigen Alternativen aus der Drogerie. Da kommen auch gleich noch weitere Produkte, denn ich habe mir gedacht, ich teste halt eine Foundation mit einer leichten Deckkraft, denn einem Medium Coverage. Warum wechsle ich zwischen Deutsch und Englisch? Ich weiß es nicht. Also Light Coverage, Medium Coverage und Full Coverage habe ich mir jeweils also ein Produkt mitgenommen. Und werde ich dann mal schauen, ob mir was davon gefällt, wo ich sage, okay, kommt vielleicht nicht so hundertprozentig an meinen absoluten Liebling von Becker ran. Aber ja, ist auf jeden Fall eine nette Alternative, die man immer mal wieder tragen kann. Vielleicht nicht unbedingt, wenn man irgendwie ausgeht oder was Besonderes vorhat, aber dann doch irgendwie im Alltag, wenn man arbeiten geht oder einkaufen geht, dass es dann Produkte sind, die man trotzdem gut verwenden kann. Habe ich noch nicht getestet. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ich werde euch dann in Zukunft gerne sagen, was ich von diesen Foundations von Rival Loves Me denn halte. Eine zweite Foundation von Rival Loves Me, ich habe halt alle Foundations von dieser Marke gekauft, ist die Perfect Matte Make-up Creme-Puder-Textur. Das soll jetzt Medium-Coverage sein, habe ich mir in der Farbe 01 Vanilla besorgt, weil ich habe halt super helle Haut und deswegen nehme ich halt immer die hellste Version, was fast immer geklappt hat, bis auf einmal bei der Maybelline Foundation, die ich dann irgendwann aussortiert habe. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie diese Foundation bei mir funktionieren wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Creme-Puder-Textur für ein seidiges Hautgefühl, ob es denn auch wirklich auch so seidig ist, wie die Deckkraft ist, wie meine Haut die verträgt. Weiß ich allerdings alles noch nicht, deswegen mal schauen. Ich werde es euch auf jeden Fall berichten. Eventuell können wir auch gerne zusammen ja, das in einem Video tun, dass ich die Foundation dort auftrage und euch live berichte, was ich davon halte, ob die was für mich ist oder vielleicht auch eher lieber nicht. Die dritte Foundation, die ich von Rival Loves Me gekauft habe, ist die Skin Optimizer Foundation. Das soll jetzt Full Coverage sein. Habe ich mir in der Farbe 01 Natural geholt und hat auch einen Lichtschutzfaktor, was ich sehr begrüße. Weil ich sag mal, wenn ich die vielleicht im Sommer trage, eventuell müsste ich mir die im Sommer nochmal einen Farbton dunkler kaufen, aber das wäre auf jeden Fall eine super Ergänzung, wenn man zum Beispiel Tagespfleger mit Lichtschutzfaktor trägt und dann auch nochmal eine Foundation mit Lichtschutzfaktor. Fände ich auf jeden Fall gerade für die Sommermonate sehr, sehr gut, oder würde jetzt natürlich auch im Winter gut passen, weil man soll ja eigentlich zu jeder Jahreszeit Lichtschutzfaktor verwenden. Wenn ich die praktisch, wenn ich eine Tagescreme nehme ohne Lichtschutzfaktor, aber dann halt mein Make-up Lichtschutzfaktor hat. Wäre ja ganz nice. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Auf die bin ich irgendwie jetzt wegen des Lichtschutzfaktors am meisten gespannt. Und eben auch, weil die Full Coverage ist. Und ich trage halt ehrlich gesagt am liebsten schon Full Coverage, weil ich halt eine nicht ganz unproblematische Haut habe und gerne was abdecken möchte. Deswegen, ja, werde ich mal schauen, ob die auch genug Deckkraft hat, dass sie mir denn hoffentlich auch gefallen wird. Von derselben Reihe habe ich mir denn auch einen Concealer besorgt. Der ist neu, sagt der Aufkleber, vom Skin Optimizer Under Eye Concealer. Ich verwende halt passend zu meiner jetzigen Foundation den Concealer von Becker, mit dem ich super gut zufrieden bin. Also der deckt halt optimal. Also alles, was ich abgedeckt haben will, wird auch abgedeckt. Mal schauen, was der Skin Optimizer von Rival Loves Me denn kann. Vielleicht deckt der ihn nicht gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde mal schauen, was der so kann. Werde ich dann auch, wenn ich die Foundation teste, auch damit testen. Eventuell werde ich den schon mal zum Einsatz kommen lassen, wenn ich die anderen Foundations teste. Ich denke nämlich, dass ich von Light Coverage über Medium Coverage zu Full Coverage übergehen werde. Und
Ich gucke einfach mal, ob dieser Concealer halt auch mit den beiden anderen Foundations funktioniert. Ich hoffe mal schon, weil die ja alle drei von Rival Loves Me sind. Und das wäre ja irgendwie schon ein bisschen blöd, wenn praktisch der Concealer mit den Foundations nicht funktioniert. Aber ich hatte das gelegentlich halt schon mal, dass wenn ich Foundation verwendet habe und dann Concealer eingesetzt habe, dass die irgendwie nicht miteinander harmoniert haben und dann irgendwie unschöne Effekte auf der Haut entstanden sind, wenn man richtig bemerkt hat, okay, die reagieren irgendwie miteinander, aber nicht auf eine positive Art und Weise, sondern dass es tatsächlich zu Verfärbungen kam oder halt der Concealer sich nicht mit der Foundation verbunden hat. Hatte ich alles schon, deswegen hoffe ich mal nicht, dass es bei diesem Concealer und den Foundations passieren wird. Dann habe ich mir noch was für meine Augenbrauen geholt, und zwar den Brow Fixer von Revolution. Ich habe bisher ja immer, um meine Augenbrauen zu fixieren, habe ich einfach auf Haarspray zurückgegriffen. Habe ich einfach in so einen Spoolie reingesprüht und dann meine Augenbrauen mitgekämmt. Aber ich habe halt immer das Gefühl, ich habe halt es nicht so gerne, wenn so nah an meinem Auge irgendwas ist mit Haarspray, weil irgendwie könnte es ja dann doch mal ins Auge kommen und ein bisschen brennen. Und nee, möchte ich nicht. Deswegen habe ich mir halt ja diesen Brow Fixer besorgt und bin mal gespannt, ob der bei mir so funktioniert, ob der meine Augenbrauen schön in Form hält. Mal gucken. Ich werde euch dann berichten. Hat 5,99 € gekostet und ich denke, für den Preis kann ich eigentlich auch schon gut fixierte Augenbrauen erwarten. Dann habe ich halt nochmal zugegriffen. Ja, ich weiß, ich bin gierig und ja, aber ich habe mir gedacht, die beiden Produkte gefallen mir so gut. Die hole ich mir nochmal als Backup, nämlich einmal den Highlighter aus der Holy Grails Reihe und den Baking, beziehungsweise für mich ist es auch ein Setting Powder. Ich drehe ihn mal um, damit ihr den Namen richtig sehen könnt. Der gefällt mir so unglaublich gut. Also, das ist seit er rausgekommen ist, mein absoluter Lieblingspuder geworden. Und weil ich mir darüber bewusst bin, dass die Reihe höchstwahrscheinlich nicht dauerhaft im Rossmann zu haben sein wird, habe ich mir gedacht, nimmst du dir noch mal eine Puderdose mit? War auch die letzte. Tut mir jetzt wirklich leid für alle Kunden und Kundinnen nach mir, aber sorry, bei dem Puder muss ich mir einen Vorrat anlegen. Ich liebe den total, weil der mattiert nicht nur einfach super, sondern er kaschiert auch total meine vergrößerten Poren im Wangenbereich. Und das liebe ich halt total an diesem Puder. Deswegen möchte ich so viel wie möglich davon haben. Ist halt wirklich ein super, super, super Produkt. Ich glaube, 3,49 und 3,99 auf jeden Fall für so einen tollen Highlighter. Ich liebe diesen Highlighter ja auch total. Der schimmert so schön, ohne halt zu grobe Glitzerpartikel zu haben. Ach, habe ich euch aber in anderen Videos schon halt mehr als genug darüber berichtet, wie sehr ich diese Produkte aus der Holy Grails Reihe feiere. Möchte ich jetzt meinen Lobgesang ein bisschen abbrechen, aber ich habe mir auf jeden Fall nochmal Backups besorgt, weil ich einfach diese Produktreihe so hart feiere. Dann habe ich noch ein Augenbrauenprodukt mitgenommen, und zwar die Lash and Brow Mascara von Essence. Die war sehr, sehr günstig, 1,49 €. Und für den Fall, dass jetzt der Brow Fixer von Revolution nicht funktioniert oder halt gar nichts für meine Augenbrauen tut, habe ich mir gedacht, nehme ich mir lieber noch mal ein zweites Produkt mit. Ich werde die vielleicht auch mal parallel zueinander testen, vielleicht auch auf einer Augenbraue und auf der anderen Augenbraue das andere Produkt, einfach um zu gucken, was funktioniert für mich am besten. Ich habe ja auch überlegt, ob ich mir ja den Brow Fixer von Got2b besorge. Den hatte ich aber jetzt bei Rossmann nicht finden können. Ich glaube, Rossmann hatte die auch gar nicht. Also bei Müller weiß ich auf jeden Fall, dass es die gibt. Muss ich mal gucken, weil der ja auch ziemlich stark im Hype ist, ob der vielleicht das richtige Produkt für mich ist. Aber vielleicht ist es auch der von Essence. Werde ich mal schauen, werde ich ausprobieren und mal gucken, wie das bei mir beim Make-up so funktioniert. Dann, ja, habe ich ordentlich zugeschlagen im Bereich Lidschatten. Ich brauche eigentlich nicht noch mehr Lidschatten, aber es war auf 2,79 € runtergesetzt. Das war von Rival Loves Me, die Mystical Motions Reihe. Davon gab es vier kleinere Paletten. Ich habe jetzt noch drei bekommen. Also die vierte habe ich irgendwie nicht bekommen. Die war schon ausverkauft. Haben, glaube ich, im Original 3,99 € gekostet, was für eine Lidschattenpalette auch schon nicht teuer ist. Und jetzt war sie halt nochmal reduziert. Ich habe hier einmal die Flamed Lightning Palette bekommen. Die zeige ich euch mal. Die hat halt super schöne Rottöne. Und das hat mir halt wirklich, wirklich gut gefallen, weil ich sag mal, diese Töne, die kann man total gut im Alltag verwenden. Also man hat hier so einen ganz angenehmen hellen Settington. Man hat matte Töne, man hat schimmernde Töne. Denn diese rötlichen Töne sind, also das hier unten, dieses helle Rot, geht ja eigentlich eher schon Richtung Orange.
Das hat mich wirklich fasziniert. Aber auch hier dieses schöne gedeckte Rot, dann dieses Braunrot. Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Alltagspalette. Habe ich leider noch nicht getestet. Werde ich aber demnächst mal tun. Mal gucken, ob halt die Pigmentierung auch gut ist, ob es irgendwie viel Kickback und Fallout gibt und so weiter. Ich weiß es noch nicht. Ich werde es auf jeden Fall mal testen. Ich sag mal, für den Preis 79 kann man nicht wirklich viel falsch machen. Und selbst wenn sie mir nicht so hundertprozentig gefällt, ich weiß auf jeden Fall, dass meine Mama solche Töne gerne verwendet. Und falls sie bei mir nicht genug Liebe bekommt, dann würde sie halt an meine Mama weiter wandern. Und mal gucken. Ja, aber vielleicht ist sie ja auch ein Favorit für mich. Ich werde es ausprobieren. Ich werde euch das dann berichten. Oder wir schminken mit der Reihe dann auch mal ein eigenes Video. Ich meine, zwei Paletten kann ich auf jeden Fall pro Auge, also zwei Paletten pro Video. Jetzt sind es leider drei Paletten, geht nicht so ganz auf. Aber mal gucken. Wäre jetzt vielleicht ein bisschen schade, weil die jetzt im Ausverkauf sind. Und für den Fall, dass ihr jetzt sagt, so, wow, was für eine tolle Palette hätte ich auch gern, dann gibt es die nicht mehr. Das wäre dann schon ein bisschen schade. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ein eigenes Video damit so wirklich fair wäre. Dann habe ich auch aus der Mystical Motions die Exploding Fireworks Palette mir besorgt. Und die hat mir fast noch besser gefallen. Guckt mal, was da für schöne Grüntöne hier oben drin sind. Und dann noch dieser total schöne Funkelton hier unten. Dann auch wieder Rottöne und ja, auch etwas gedeckte Farben hier in den dunklen Tönen. Hat mir, glaube ich, sogar noch besser gefallen als die braunrote Palette, die ich euch gerade gezeigt habe. Die ist auf jeden Fall echt ein Traum. Also gerade, also ich bin in letzter Zeit echt dazu übergegangen, dass ich viel Violett- und Grüntöne für Lidschatten verwende. Und da konnte ich natürlich bei der Palette echt nicht widerstehen, für 2,79 halt noch ein paar schöne Grüntöne in meine Sammlung einzufügen. Konnte ich nicht nein sagen, habe ich mitgenommen. Werde ich auf jeden Fall demnächst mal testen, ob diese Lidschattenfarben halt auch das halten auf meinem Auge, was sie in der Verpackung versprechen. Dann habe ich noch die Shooting Star Palette aus derselben Reihe von Riva Loves Me bekommen. Da bin ich noch ein bisschen unsicher, was ich damit machen werde. Denn dieses krasse Blau hier oben wirkt natürlich super interessant. Das könnte auf jeden Fall das Highlight in einem Look werden. Muss ich mal schauen, ob ich mich traue, das halt so ganz dominant zu verwenden oder ob ich das ein bisschen verblende. Dieses Grün, also dieses eher Türkis ist es ja, bin ich total gespannt auf diesen super hellen Grauton auch. Dieses total intensive Weiß, also da habe ich mir auch schon überlegt, da kann man viel mitmachen. Vielleicht kann man das als Settington nehmen und darüber dann halt intensive Farben, wie zum Beispiel dieses Blau, um das noch mehr hervorstrahlen zu lassen. Auch das Rosa könnte interessant sein, vielleicht in Kombination mit dem Blau. Und hier unten haben wir dann noch wunderschöne dunkle Töne, mit denen man auch einen natürlicheren, aber recht dunklen Look schminken kann. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich aus dieser Palette mache, aber ich bin mir ziemlich sicher, irgendwas Spannendes werde ich machen können. Und hoffentlich sind die Farben auch schön hochpigmentiert, dass sie auf jeden Fall toll herausstechen. Ich bin gespannt und freue mich auf jeden Fall, diese Paletten zu verwenden. Dann habe ich noch mehr Lidschatten gekauft. Und zwar war die auch im Ausverkauf. Das war die Starry Sky Eyeshadow Palette. Die war reduziert auf 3,99 €. Und ja, da werde ich mal schauen. Nee, die war sogar noch günstiger. Ich glaube, die hat 3,99 € gekostet und hatte ich jetzt auf 2,99 €. Auf jeden Fall war sie super günstig. Wo ich hatte die schon länger im Visier und dachte mir so, weil ich eigentlich keine Freundin von länglichen Fähnchen bin. Ich mag halt diese quadratischen Fähnchen oder runde Fähnchen und längliche finde ich halt einfach immer so ein bisschen für das Pinselaufladen nicht ganz so schön. Weil ich wirble immer gerne mit dem Pinsel in den Fähnchen drin rum und nehme schön viel Farbe auf. Und hier muss man ja praktisch einfach streichen. Und das mag ich eigentlich nicht so gerne. Deswegen hatte ich die bisher immer wieder zurückgestellt. Habe aber jetzt gedacht, ach komm, für den Preis nimmst du sie jetzt einfach mal mit. Und selbst wenn sie jetzt nicht so wahnsinnig toll sind, da sind Farben bei, die mag auch meine Mama. Oder auch die liebe Mina, ganz liebe Grüße an Mina gehen raus. Die hatte mir auch gesagt, sie schminkt sich total gern mit Brauntönen und mit Schimmertönen und das gibt die Palette definitiv her. Also für den Fall, dass ja, die für mich vielleicht nicht so das absolute Highlight ist, hätte ich auf jeden Fall Abnehmerinnen, die damit bestimmt glücklich werden und mal gucken, wie denn so die Pigmentierung ist. Und ich habe das schon so ein bisschen, könnt ihr vielleicht sehen, mit den Fingern drin rumgerieben, weil es mich einfach interessiert hat. Ich glaube, auf den Swatches auf meinem Finger hat das ganz gut gewirkt. Mal gucken, was es denn auf dem Augenlid macht. Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde die demnächst mal für einen Look ausprobieren.
Dann kommen wir zu den letzten zwei. Oder sind es. Nee, es sind drei. Oh Gott, ich bin so ein Suchtig. Das ist so unangenehm. Ja, ich habe noch drei weitere Lidschattenpaletten gekauft. Und zwar einmal die Dream Glow von Make-up Revolution. Die habe ich auch als absolutes Schnäppchen geschossen für 2 €. Ich glaube, die wurde halt so stark reduziert, weil die also die ummantelnde Verpackung irgendwie weg war. Naja, aber hier die Folie ist halt noch drauf, deswegen haben da nicht so viele Leute irgendwie drin rumgegrabbelt oder sowas. Deswegen war ich mir sicher, die ist noch wirklich astrein. Die hatte ich auch schon länger gesehen und dachte so, wow, das ist eine schöne Palette für einen unauffälligen Alltagslook. Weil ihr seht ja, es sind halt super viele Brauntöne, also matte Töne. Eigentlich sind nur zwei matte Töne. Einmal hier der hellere und einmal der dunklere. Und der Rest sind halt wirklich schimmernde Farben. Deswegen war ich immer so ein bisschen skeptisch, die mir zu holen, weil ich mir dachte so, naja, da musst du ja wirklich nur mit zwei matten Farben arbeiten und der Rest ist halt alles schimmernd. Kriege ich damit auch wirklich einen tollen Look hin? Aber bei dem Preis konnte ich jetzt einfach nicht widerstehen. Ich habe sie mitgenommen und naja, selbst wenn das nichts wird mit uns beiden. Mina hat mir ja gesagt, sie mag Brauntöne, sie mag Schimmertöne. Ich glaube, die Palette wäre was für sie, für den Fall, dass sie für mich nicht so das Richtige ist. Ist auch irgendwie komisch, dass ich beim Palettenkauf schon denke, so ja, mal gucken, vielleicht gebe ich sie auch weiter, weil, weiß ich, ich meine, ich weiß, ich habe eigentlich genug Lidschattenpaletten, aber wenn ich irgendwie, ja, wenn was im Sale ist und mich irgendwas grundsätzlich interessiert, kann ich halt wirklich einfach sehr, sehr schlecht widerstehen. Und so konnte ich auch nicht widerstehen bei dieser Palette. Das ist auch von Revolution, die Rachel Leary Palette, die Goddess on the Go. Das ist die Face and Shadow Palette. Die hat mich schon eine ganze Weile interessiert, weil ich es einfach super schön fand, dass man hier in dieser Palette halt sowohl ja, Lidschatten drin hat, als eben auch einige Produkte wie Blush und Bronzer und Highlighter und halt auch diesen super großen. Oh, wie lustig, guck mal, ihr könnt hier mein Ringlicht sehen und ah, hier Inception, ne, irgendwie so ein bisschen. Halt diesen super schönen großen Spiegel, mit dem man sich auch tatsächlich gut schminken kann. Und mit dem habe ich mich heute auch schon geschminkt. Ihr könnt hier den Look sehen, ist halt auch wirklich ein super natürlicher, bräunlicher Alltagslook. Also so könnte ich absolut problemlos zur Arbeit gehen, ohne dass man denkt, oh, Rami ist es mal wieder in den Farbtopf gefallen. Also sind halt total schöne, natürliche Töne. Ich bin auch sehr positiv überrascht von der Pigmentierung und der sehr cremigen Konsistenz. Also da habe ich andere Lidschattenpaletten von Revolution, wo die Konsistenz der Farben halt deutlich trockener sind, die halt ein bisschen staubig sind. Ist bei dieser Palette halt wirklich gar nicht. Also ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ich habe auch die Face-Palette heute verwendet. Bin aber noch nicht so richtig hundertprozentig sicher, was ich davon halten soll. Ich habe halt bei den Bronzern probiert und der Blush ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu pink. Aber ich habe es mal probiert, weil man soll ja auch ein bisschen mal aus seiner Make-up-Komfortzone rauskommen, mal was testen. Also der Bronzer ist auf jeden Fall viel zu dunkel für mich. Den habe ich jetzt nicht verwendet, sondern habe mich eher hier unten orientiert, obwohl das eher so Highlighter-Bronzer sind. Also das ist schon eher ein Highlighter. Das hier ist ja so eine Mischung aus Highlighter und Bronzer. Ich habe es mal verwendet, schimmert mir persönlich ein bisschen zu sehr als Bronzer, aber also von dem Face-Teil der Palette bin ich noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Vielleicht muss ich da noch ein bisschen rumprobieren. Die Lidschatten gefallen mir auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, sind matte Töne dabei, sind schimmernde Töne. Und die schimmernden Töne schimmern halt auch wirklich richtig, richtig toll auf dem Auge. Hat mir total gut gefallen. Deswegen, das ist auf jeden Fall der Top-Teil der Palette. Und hier weiß ich noch nicht so richtig, ob das was wird. Mal schauen. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen mit ihr rumprobieren und vielleicht werde ich da noch einige richtige tolle Looks mit schminken können. Ich bin auf jeden Fall recht angetan von dieser Palette. Habe mich gefreut, dass ich sie bekommen konnte. Ich hatte sie nämlich schon länger im Blick, aber habe mir immer gedacht, so, naja, eigentlich brauchst du ja nicht wirklich und eigentlich hast du ja Produkte und Farben, die sehr ähnlich sind schon. Jetzt war die aber runtergesetzt auf 4,99. Da habe ich dann halt einfach mal zugegriffen. Jetzt kommen wir aber wirklich zu der letzten Lidschattenpalette, die ich mir beim Rossmann gekauft habe. Es ist noch mal eine Palette von Revolution. Man merkt schon, ich mag die Firma halt wirklich recht gerne. Obwohl, ja, manchmal haben die schon ein bisschen daneben gegriffen, was irgendwie Lidschatten angeht. Manchmal waren die Texturen wirklich nicht gut und die Pigmentierung auch nicht. Aber manchmal haben sie ja dann doch einen Volltreffer, was das angeht. Und in dieser Palette, das ist die
Forever Flawless Constellation, haben mir halt wieder die Farben super gut gefallen, weil die halt super intensiv sind. Also es gibt halt einige total krasse Farben, wie zum Beispiel dieses Pink hier. Dann gibt es dieses dunkle Blau und dann gibt es hier halt auch wieder Violetttöne und dieses schimmernde Gelb. Und ich fand das halt total faszinierend. Also das Pink wird wahrscheinlich tendenziell eher nicht in meine Looks mit einziehen. Aber ich mag ja Violetttöne und ich mag das auch gerne mit Blautönen kombinieren. Und das kombinieren mit ein paar schönen Schimmertönen. Ich habe hier schon mit den Fingern ein bisschen drum rumgerieben. Ich glaube, das können schöne Looks werden, die man damit schminken kann. Ja, da konnte ich auf jeden Fall auch nicht widerstehen. Normalerweise kostet die Palette 11,99. Die hatte ich auch schon öfter in der Hand. Die war jetzt runtergesetzt, auch auf 4,99. Habe ich mir mitgenommen. Werde ich ausprobieren und ich bin mir ziemlich sicher, da werde ich einige richtig coole Looks mitschminken können. Da freue ich mich auch schon total drauf. Das war mein Rossmann-Haul mit dekorativer Kosmetik. Ihr seht, ich habe auf jeden Fall richtig krasse Schnäppchen gemacht und auch total zugeschlagen, habe viele Produkte mitgenommen, die ich demnächst ausprobieren werde. Und ich werde euch natürlich dann auch berichten, ja, ob es geklappt hat, ob die jetzt fest in meine Make-up-Sammlung eingezogen sind oder ob die weiter wandern dürfen. Das werdet ihr dann demnächst in Videos sehen, entweder bei aussortiert oder wenn wir uns zusammen schminken und euch verschiedene Paletten vorstellen werden. Ich möchte euch ja sowieso noch meine ganze Lidschattenpalettensammlung vorstellen. Da haben wir einiges zu tun und da werden die ich jetzt mir neu besorgt habe, vielleicht auch mit dabei sein, falls sie nicht eventuell weiter wandern. Wir werden es sehen. Ich hoffe ja natürlich, dass sie meine Make-up-Sammlung erweitern, dass ich super zufrieden bin, weil ich freue mich immer, wenn ich mir was kaufe und das funktioniert alles so, wie es soll. Und ich kritisiere ungern Produkte. Ich mag Make-up-Produkte, aber ich sag mal, wenn es wirklich nicht funktioniert, dann macht es ja auch keinen Sinn, wenn ich die behalte. Die sind auf jeden Fall jetzt erstmal alle neu in meiner Sammlung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video und ich konnte euch vielleicht den einen oder anderen coolen Tipp geben, was ihr euch demnächst beim Rossmann mal besorgen könntet. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich freue mich auch, auf euch wieder bald in einem anderen Video wiederzusehen. Bis dahin, eure Ramis.